So, da sind wir auch. Ihr seht, Rama ist schon voll dabei. Der Käfer steht auf der Bühne. Dann als nächstes werden wir wahrscheinlich den Tank rausnehmen, den Motor, Getriebe. Und das ist so die Schritte, die wir heute machen. Ja, moin, moin, meine Elektromotorfreunde. Herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Mein Name ist Alex von ECV Technologies. Und wir sind heute nicht bei uns in der Halle, sondern bei CGM. Und zwar ist heute der zweite Teil für den Käferumbau angedacht. Wir machen das bei unserem Partner CGM, um euch zu zeigen, mal wie so ein Umbaukit von uns aussehen kann, welche Arbeiten gemacht werden müssen etc. Heute geht es darum, dass wir den ganzen Käfer entkernen, sage ich jetzt mal, also alle Sachen rausbauen, die wir für den Elektroumbau nicht mehr benötigen. Aber ich würde sagen, es ist ein bisschen kalt draußen, lass uns reingehen und gucken uns das da an. Moin! Hi! So, da sind wir auch. Ihr seht, Rama ist schon voll dabei, der Käfer steht auf der Bühne. Rama kennt ihr sonst von einem unserer anderen Videos, wir waren schon mal hier. Die machen so eine Strahltechnik, die Leute, oder auch Restaurationen von Autos. Also die kennen sich mit Käfern sehr gut aus. Von daher sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. So, bevor wir starten, würde ich sagen, reden wir mal kurz darüber, was wir heute machen. Ihr seht schon, die Motorklappe ist abgebaut. Hat nicht den Hintergrund, dass wir es nicht schaffen, den Motor auszubauen ohne die Klappe, sondern der Hintergrund ist, dass da eine reinkommt, die verschlossen ist, also die keine Lüftungsschlitze mehr hat. Deswegen ist die gerade abgebaut. Und wir haben eine neue besorgt ohne Schlitze, die gerade beim Lackieren ist. Dann hat Rama auch schon angefangen. Hallo. Wir haben schon angefangen, die Flüssigkeiten abzulassen, das Öl, Getriebeöl, damit wir da nicht so lange brauchen. Das Benzin ist ganz wichtig, weil wenn der vollgetankt ist und ich muss hier eine Stunde warten, bis es abgepumpt ist und so, das muss keiner haben. So, jetzt genau. Geht's weiter. Batterie abklemmen und im Innenraum geht's so langsam weiter. Ja, genau. Wir nehmen die ganze Batterie raus, weil wir wieder eine leichtere einbauen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Dann als nächstes werden wir wahrscheinlich den Tank rausnehmen, den Motor, Getriebe und das ist so die Schritte, die wir heute machen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Zwei Schrauben vom Motor runternehmen und dann kann ich den Motor schon fast zupfen. Ja, so. Da ich schon gestern alles gelöst bzw. eingesprüht hatte, sind die rostigen Schrauben alle schön lose. So. Gewisses Grundwissen sollte man schon haben, ansonsten ist so ein Käfermotor kein Hexenwerk. So, haben wir. Heizung abgeklemmt, Benzin war gestern schon abgeklemmt, Gaszug. So, haben wir. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den Motor raus. So, Alex, einmal an die Hebebühne. Ganz, ganz kleinen Schub. Gut. Tasche einmal ein bisschen die Hebebühne hoch. Langsam, weiter. Weiter. Noch ein bisschen. Weiter. Gut. Ist noch ein Seil dran. Das so. Weiter, Natascha. Da musst du hier einmal mit der Hand. Ja. Eigentlich kann der sitzen bleiben, das ist Rückwärtsgang. Nee, der hängt da unten. Okay, warte. Soll ich hochmachen? Eine Sekunde. Weiter. So, was fehlt jetzt noch immer?
Ja, das Getriebe sitzt noch drin. Mhm. Gerade den Anlasser lösen vom Pluspol. Antriebswellen beide lösen. Getriebehalter und innen natürlich innen drin die Schaltung. Die haben wir ja schon gelöst. Dann können wir das Getriebe auch nach hinten rausziehen. Ist noch eingehangen. Das ist auch lose. Gehst du einmal eine Regierung, einmal den Wagen runter. So, jetzt runter. So, stopp mal. Okay, weiter runter. Einmal hoch, bisschen hoch. Weiter, weiter, weiter. Gut. Ich brauche eine kleine Leiter. Ja. Der Leiter ist noch die Schraube. Das muss jetzt noch gelöst werden, Rammer? Hier nur noch die eine Schraube und dann können wir den rausziehen. Wo ist der Schlagschrauber auf der anderen Seite? Genau, die beiden reinschrauben. So, wie gesagt, das hatte ich hier gelöst. Das hatte ich alles gelöst. Ne? Ein bisschen Masseband, Kupplungsseil, Gaszug, Anlasser, Pluspol, Antriebswellen. Und dann haben wir es. So, jetzt haben wir den ganzen Motorraum frei. Das Gummi noch raus. Genau, das hier können wir noch rausnehmen. Und gucken wir mal, was da noch Elektro hinter ist. Gut, dann lasse ich den wieder runter ein bisschen. Jetzt noch raus. Diese Dämmpappe, dahinter sind etliche Kabel versteckt, ja, genau, die zum Rücklicht gehen und so weiter. Und da müssen wir ja überall ein bisschen dran, weil wir ja alles auf Elektro umstellen müssen. Und jetzt noch unten den da noch lösen. Sowas ist natürlich mega. Ne? Weiß ich, ich sag gar nicht, was das ist. Diagnosegerät. Das hier? Ja, oben den Deckel aufmachen. Ja. War ein Diagnosegerät. Da ist gar nichts mehr angeschlossen. Mach mal einen Deckel auf, oben. Aufmachen, ziehen, ziehen. So, Diagnosegerät. Hab ich nie gesehen. Ja. Ernsthaft? Ja. Wer noch das alte Gerät hat von 1984, nee, kann... Nee, kommt eine OBD-Buchse Aber rein. Du siehst ja, ist alles abgeklemmt. Klack, 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 ist abgeschnitten. Ja, niemand mehr. Kreuzschraubendreher, dann können wir es abziehen. Kram raus. Vorsicht. War trotzdem so viel gut aus hinter, ne? Da passiert auch nicht viel, deswegen. So, Motorraum ist jetzt sozusagen erstmal gecleant von dem, was wir machen. Das nächste Schritt wäre, das jetzt einmal sauber machen. Das machen die Jungs jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, dass das hier alles schick ist. Wir haben jetzt alles rausgenommen, was wir nicht mehr brauchen. Ihr habt das ja im Timelapse gesehen und ein bisschen in den Einschnitten. Getriebe ist raus, Motor ist raus, Antriebswellen sind raus. Gucken wir uns gleich nochmal einzeln durch an. Jetzt kümmern wir uns nochmal um den Mitteltunnel. Da haben wir jetzt noch das Schaltgestänge drin und das ganze Kram. Das geht raus, weil das rappelt nur. Wir brauchen ein bisschen Platz für unsere ganzen Kabel und das alles. Und also gehen wir nach vorne, machen die Klappe auf und da geht's weiter. Und dadurch, dass das ein Schalter war, hat er drei Pedale und wir bräuchten eigentlich nur zwei Pedale, Gas und Bremse. Genau, deswegen. Deswegen nehmen wir die Pedalerie raus, dann kommt auch der Bautenzug vom Gas mit raus und der Bautenzug, genau, von der Kupplung mit raus. Nee, vom Gas brauchen wir noch. Okay.
Kupplung kann raus, weil wir nehmen wieder unser Gaspoti, sodass wir das Original-Feeling haben. Aber es kommt eine Automatik-Pedalerie rein, weil wir ja nur zwei Pedale haben, Bremsen und Gas geben. So, dann ab nach vorne. Also ein Fahrpedal ist der. Das ist ja kein Gaspedal mehr, sondern ein Fahrpedal. Fahrpedal über Elektronik. So, da kann man nämlich jetzt hier komplett in den vorderen Tunnel reingucken. Und da kann man dann das Schaltgestänge nachher rausziehen. Das geht bis hinten, bis zum Getriebe hinten durch. Ich muss einmal jetzt von der Bremse den Pin von der Bremse einmal lösen. Das ist ein bisschen tricky. Manchmal sitzen die auch fest. Die Kolbenstange von der Bremse, das ist immer nicht so schön. Da muss ich mal einmal raussuchen. Dann haben wir noch die Schaltstange. Wenn, dann musst du von der anderen Seite oben drauf kommen, gucken. Jetzt haben wir es. Jetzt ist das. Oh, kaum Probleme, oder? Ja, das war ein bisschen fest und man kommt da nicht so gut dran. Das kommt auch noch dazu. Und so hast du viele Probleme. Auf einmal. Dadurch, dass alle Kabel hier zusammenlaufen, beziehungsweise alle Seile, wird das echt schwer. Und der Kupplungszug. Und hier ist die Pedalerie. Oh. Großer Akt, schon schlimmer gehabt, oder? Von bis alles dabei gewesen, von ganz fest gerostet bis ganz einfach. Aber es ist, da unten ist echt nicht schön. Wenn du mal von dieser Seite kommst und guckst, dann siehst du, was dich da unten erwartet. Schön ist was anderes. Ja. So, letzte Aufgabe ist, dass wir den Tacho ausbauen. Da kommt ein 200 km/h Tacho rein für ein bisschen höhere Endgeschwindigkeit. Da sprechen wir später drüber. Haben wir Zeit, wird das einmal. Als erstes die Tachowelle und dann den Rest. Ja, klar. So, Alex. Bitteschön. Danke. Sollen wir das auch wieder zusammenkriegen? Nee, ist doch super. So, wir sind soweit erstmal durch. Ich habe das im Timelapse gesehen und so ein bisschen die Zwischensequenzen. Ich würde sagen, wir haben hier einmal alles hingelegt. Wir gehen das einmal alles durch, was wir ausgebaut haben. Rama kann da ein bisschen mit dazukommen. Was wir nicht brauchen, ist natürlich der Originaltank mit dem Tankstutzen. Wir werden in diesem Fall auch eine CCS-Buchse verbauen. Das heißt, die ist aber zu groß und für das Originalloch, wo der Tankstutzen rauskommt. Das heißt, das kommt wieder hinten hin, so ähnlich wie bei unserem alten Käfer. Reserverad haben wir rausgenommen, einmal den Wischwasserbehälter, weil der etwas groß ist. Ein bisschen Verrohrung und ein bisschen Heizung von dem Originalkäfer. Dann haben wir die Pedalerie ausgebaut, inklusive dem Schaltstock. Da sind wir auch schon kurz drauf eingegangen. Das kommt natürlich wieder rein. Tacho wird ausgebaut, weil der umgebaut wird, oder wir bauen eventuell unseren digitalen ein. Das müssen wir mal schauen, vielleicht mal so testen. Motor ausgebaut, wart ihr mit dabei. Das ist ja eigentlich beim Käfer, ja, wahrscheinlich mit einer der einfachsten Motorausbauten, die man so machen vier kann. Vier Schrauben und ein bisschen verkabeln. Vier Schrauben und so ein bisschen Klimbim drumherum. Wir haben die 12-Volt-Batterie ausgebaut, da bauen wir eine deutlich kleinere rein. Die Verblechung, die Motorverblechung, Ansaugung, Antriebswellen, die sind natürlich wieder für unsere Leistung, die wir einbauen können, deutlich zu klein. Das heißt, das wird alles geupgradet auf 108er Lochkreis. Und ja, last but not least, das Originalgetriebe, das kurze, ja,
das brauchen wir nicht mehr, weil wir jetzt einen Direktantrieb haben. Plus dann die ganzen, das Schaltgestänge und so weiter, ist auch rausgeflogen. Das sind so die Hauptkomponenten, die wir immer demontieren bei so einem Elektroumbau. Wir können einmal kurz ein bisschen anteasern. In der nächsten Folge werden wir dann das Auto upgraden mit den, ein bisschen anderes Fahrwerk, andere Bremse. Wir haben schon einmal unser Motorhalter wieder, den ihr kennt, einmal kurz reingehalten, um das anzupassen. Der geht nächste Woche zum Pulvern, weil alles wieder in Wagenfarbe gepulvert wird. Wir haben ja auch schon die Batterieboxen sehen, die werden nächste Woche abgeholt. Und das ist dann einer der nächsten Folgen. Ich würde sagen, aber für heute reicht das erstmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.